Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir sind in der Weekend League und es gibt sogar noch einen neuen Spieler, den ich jetzt preiswert bekommen habe und den ich auf jeden Fall mal testen wollte. Ich weiß nicht, ob er funktioniert, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass Informali besser ist. Neues Trikot. Das ist, glaube ich, für den Geburtstag, aber das packen wir mal in den Verein. 8 Jahre Foot Champions. Yay, Foot Geburtstag. Happy Birthday, FIFA Ultimate Team. Wir schenken dir dieses Team der Woche Trikot. Untauschbar. Die Foot Geburtstagsfeiern laufen von 31. März bis 8. April. Während dieser Zeit gibt es neue Premium SBCs und das Comeback ehemaliger Foot Lieblinge mit Werte-Upgrades aus dem Jahr, als sie die Favoriten der Foot Fans waren. Außerdem gibt es während der bla bla bla, es gibt ein paar SBCs. Ach, das ist alles interessant. Ich will jetzt zocken. Haben die uns eigentlich Packs geschenkt zum Geburtstag? Ne, das natürlich nicht, wäre ja auch zu schön gewesen. Was wollte ich sagen? Ja, genau, wir testen den jetzt. Ich glaube zwar nicht, dass er funktioniert, aber ich hätte es auch bei Mali nicht gedacht. Bei Info Mali hätte ich auch nicht gedacht, dass er so ein geiler Stürmer ist. Und er ist es aber. Dementsprechend, er hat jetzt 30 nach maximal 40. Wenn nicht sogar noch weniger als 40 Spielen, 30 Scorerpunkte, das kann sich sehen lassen. Und hier seht ihr ihn schon, und zwar in vom Pulisic. Der hat jetzt gar nicht mal die so mega krass überragenden Werte, außer dass er halt relativ schnell ist. Gut, sehr gutes Dribbling, 84, angenehmer Schuss, schöner Pass, aber halt keine gute Physis, aber ich glaube 99 Ausdauer, das ist schon mal geil. Und das ist so ein Spieler, der halt auch overpowered sein soll, also wo halt auch alles sagen, oder lässt sich so geil spielt, deswegen musste ich ihn unbedingt mal testen. Wir werden ihn mit einem ganz klassischen Chemistry-Style, nämlich Maestro spielen, Dribbling, Schuss, Pass. 4 Standard auf den schwachen linken Fuß. Ich bin gespannt. Ich habe auch gehört, da hat er nicht so den krassen Distanzschuss, aber ich habe gehört, aber eine gute Schusskraft. Und ich habe gehört, dass es wohl, also manche vermuten, dass es verbuggt wäre, was die Körpergröße und Distanzschüsse angeht. Und manche gehen davon aus, dass kleine Spieler komischerweise einen besseren Distanzschuss haben als größere Spieler. Womit das genau zusammenhängt, wissen die auch nicht, aber wahrscheinlich also die gehen davon aus, dass irgendwas falsch berechnet wird bei der Körpergröße und der Schusskraft etc. und dann die Schusskraft und die Genauigkeit halt besser wird, wenn der kleiner ist. Also ganz merkwürdig. Naja, wir testen ihn mal, wir werden ihn nicht zu lange testen. Wenn ich halt merke, er funktioniert nicht, dann funktioniert er halt nicht und ich nehme Müller wieder. Aber schauen wir mal. Wir haben jetzt natürlich zwei sehr ähnliche Spielertypen. Vielleicht funktioniert auch gerade deswegen, weil der Pulisic ist natürlich schon sehr stark dem Informali ähnlich, klein, wendig, ja, abschlussstark ist er schon. Ich glaube 87 Stellungsspiel, 87 Abschluss ist jetzt nicht das allerbeste, aber auch nicht das schlechteste. Oh, 4-5-1, ungewöhnliche Formation mit sehr guten Spielern. Aguero, dann dieser Walcott und der Kane, der 91er. So, wir konzentrieren uns. Wir haben jetzt auf jeden Fall, ich fühle mich besser als letzte Woche in der Weekend League. Also wir haben die Chance, wieder eine sehr gute zu spielen. Aber da muss ich von der ersten Minute, von der ersten Sekunde, vom ersten Spiel an, darf ich mich nicht aufregen. Wenn ich ein Tor fresse, bekomme ich irgendwann. Wenn ich ein Spiel verliere, auch unverdient, wird auch irgendwann mal passieren in dieser Weekend League. Ich darf mich davon nicht beeinflussen lassen. Ich muss versuchen, ein gutes Spiel aufzuziehen. Also konzentriert spielen, nicht emotional werden, auch wenn es mal nicht so gut läuft, und versuchen, das Maximum rauszuholen. Komm jetzt. Schade, da hat mich. Wer war das denn? Ach, Kane. Kane in der Abwehr. Ziemlich abgedrängt. Schön gemacht von Dembele. Quatsch, von Bentaleb und Bendele. Dembele schnappt sich den Ball. So ist es richtig. Wo ist denn Reus? Wo ist denn Reus? Schade. Da ist Reus, aber er kommt nicht zum Schuss. Ich glaube, auch da hätte ich wieder den direkten Schuss nehmen sollen. Ich kann es mir einfach nicht angewöhnen, in solchen Situationen direkt zu schießen. Ich denke immer, ach, du hast noch diese Ballannahme. Aber die hat man halt meistens nicht. Mist, hätte ich nur direkt geschossen mit Reus. Es ist halt einfach klar, man will halt noch den Ball annehmen, einfach weil man dadurch deutliche bessere Ballkontrolle bekommt und einen viel, viel besseren Schuss abziehen kann. Aber man muss halt auch erstmal zum Schuss kommen, das ist das Problem.
Also das Dribbling hat sich schon mal gut angefühlt. Dann holt er den Freistoß raus, der Pulisic. Natürlich jetzt auch klein Pulisic. Dann müssen wir halt auf Leute flanken, die groß sind. So, wer steht denn da? Ich glaube, ganz hinten ist Mali. Ich glaube, das hier ist Bentaleb. Der hat schon mal den einen oder anderen Kopfball gemacht. Deswegen probieren wir es mal. Oder den Bele, der auch zum Kopfball kommt, aber genau in Schmeichels Arme. Schade. Schön gemacht von Piszczek. Ach, ich wollte eigentlich dann. Naja. Schön gemacht von Bentaleb. Im Abbrechen ist keiner mehr. Konzentrieren. Hier ist was drin, aber ich muss mich konzentrieren. Ich muss weiter durchziehen. Aber hier ist was drin, ich merke das. Straff genug. Aber eine gute Chance, die ich hätte besser abschließen müssen. Und hier holt sich Mali einfach mal den Ball wieder. Fuck. Macht so viele Fehler. Ich hätte halt schon lange ihn mal bestrafen müssen. Wieder ein krasser Fehler, der nicht bestraft wird. Also, es wurde aber auch Zeit, er hat so viele Fehler gemacht. Diesmal dachte ich mir, scheiß drauf, jetzt schließt er normal ab, machst nicht wieder den Flachschuss ins lange Eck. Oh, nice. Dann macht Reus dann das Ding. Aber hier auch schön mit Vidal den Ball protected und dann das Auge gehabt für Reus, der ihn dann reinmacht. Es wurde aber auch Zeit, also er hat so viele Fehler gemacht. Das waren auch richtig billige, dumme Fehler, wie halt einfach mal der Fehler mit dem schnellen... mit dem schnellen Freistoß, der halt einfach komplett verunglückt ist. Und von Vidal abgefangen. Schön gemacht von Dembele. Was? Oh, und es gibt wieder keinen Foul, Mann. Geil gemacht von Sokrates, dass der einfach mal mithält, was die Pace angeht. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Jetzt ist er angepisst. Schöner Pass von Pulisic. Ich dachte halt, Pulisic lässt sich mal wieder zurückfallen und wollte halt genau den Moment abpassen, wo sich zurückfallen lässt. Jetzt haben wir wieder Vidal da stehen. Vidal hat bisher ein einziges Tor gemacht. Also es war mit dem Fuß, nicht mit dem Kopf. Nach so einer Ecke. Also bisher führe ich diese Ecken nicht gut aus, die kurzen. Jetzt ein Tor fressen, ist scheiße.
wäre verdient gewesen, aber im Endeffekt schlechter Abschluss mit Kane und dann hat es leere Tor nicht getroffen. Ach, wäre verdient gewesen, aber ich, wie gesagt, ich darf einfach den Fehler nicht machen, dass ich den Ball da so verliere, wenn ich eine kurze Ecke so ausführe. Ich muss das noch ein bisschen üben. Aber ich glaube halt, mit meinen trippelstarken Spielern kann das mehr Sinn machen. Schön gemacht von Reus. Oh nein, ich habe aus Versehen zweimal auf Schießen gedrückt. Also ich bin abgerutscht, dann bin da wieder drauf. Ich wollte aber eigentlich länger aufziehen. Das Spiel nach kurzen Ecken ist schwach von mir. Das muss ich mal gucken. Entweder darf ich es halt gar nicht mehr machen, wenn ich darauf nicht klarkomme. Ich bin einfach nicht der Dribbler. Das ist das große Problem. Entweder darf ich es halt gar nicht machen, wenn ich nicht darauf klarkomme. Oder ich muss halt... Oder ich muss halt versuchen, das anders zu lösen. War, glaube ich, kein Abseits. Ah, mehr war nicht drin. Da stand noch niemand da. Ich schaffe das dann nicht, den zu vernaschen. Da hole ich halt die Ecke. Schwach. Hat er leider gut getribbelt. Schön gemacht mit Reus. Eigentlich auch geil gespielt. Geil gespielt, aber leider bekommt Malle den Schuss nicht am Tor da vorbei, der halt auch schon relativ nah dran war. Es wird langsam ein bisschen eng, also er macht es halt jetzt in der Verteidigung einen Tick besser teilweise. Oh, wir verteidigen immer noch ganz gut, außer diesen einen Ausrutscher. Das ist, glaube ich, abseits. Es war kein Abseits. Wir haben dann gefoult oder was, aber es wurde dann halt auch wieder eng. Ich hab's versucht irgendwie. Oh, es war auch sehr knapp. Muss ich Pisscheck einfach mal zurückfallen lassen? Ah, jetzt gibt's ein Tor. Nein, Hummels kommt noch ran. Wie krass ist das denn? Und Hector rettet den Ball noch. Sehr geil.
War so klar. Pulisic lässt sich auf jeden Fall richtig geil dribbeln, das kann man schon mal sagen, aber bisher hat ich damit jetzt das leider noch nicht geschafft. Boah, der Ball war eigentlich bei uns. Schwacher Abschluss. Na, fuck! Wir können mittlerweile froh sein, dass es nicht 1-1 steht, aber es läuft auch jetzt wieder beschissen. Es ist wieder die Phase, es ist Endphase. Du kriegst wieder nicht mehr in irgendeiner Reihe hin, einen anständigen Angriff hinzuziehen. Erste Hälfte waren wir so überragend dominierend. Ich habe es probiert ohne Zeitspiel, es hat nicht geklappt. War so klar. Ich mache jetzt schon, so weiß ich nicht, 4. oder 5. Mal. Jetzt machen wir aber Zeitspiel, aber ich glaube, es war es sowieso jetzt mit dem Angriff. Jetzt kommt schon wieder Bentaleb oder so angerannt. Ne, es ist Mali. Na, okay, Mali kann auch noch dribbeln. Oh, das war ein schöner Schuss. Schade. Ich dachte schon, er geht rein, aber er war zu zentral. Oh, Hummels steht vorne. Also, ich glaube, der knappe Sieg geht nicht mehr okay. Ich habe mir jetzt leider kaputt gemacht. Also, hätte ich mehr wie in der ersten Hälfte und Anfang der zweiten Hälfte gespielt, dann wär's auf jeden Fall ein verdienter Sieg gewesen. So muss ich sagen, glücklich. Unentschieden wäre auf jeden Fall verdienter gewesen. Schade, schade. Und Pulisic hat sich wirklich sehr gut angefühlt. Jetzt muss er nur noch Scorerpunkte erzeugen und dann bin ich glücklich. Mit Mali hat man halt noch einen Abschluss. Den hätte man reinmachen können oder sollen. Den hätte ich aber, denke ich, entweder straffer schießen müssen oder halt normal schießen und keinen Flachschuss. Das denkt man sich oft. Es war auch schon oft die Situation, wo ich einen Flachschuss gemacht habe. Dann ging der halt rein und im Nachhinein dachte ich so für mich, puh, ich habe eigentlich gedacht, dass er jetzt nicht reingeht als Flachschuss. Deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig einzuschätzen, finde ich. Oder nicht so einfach. Sehr schwierig ist vielleicht auch übertrieben. Wenn man sich unsicher ist, sollte man eigentlich normal schießen. Das ist eigentlich das, ja, worauf es ankommt. Aber naja, man hat dann halt einfach teilweise andere Ideen oder man stellt sich auch vor, dass der Spieler anders schießt. Und dann sieht man, okay, er kommt doch nicht so geil zum Ball oder er steht merkwürdig. Da wäre ein normaler Schuss besser gewesen. Oder manchmal denkt man auch, oh, es wäre ein Flachschuss besser gewesen. Das ist halt, naja. Okay, hier müssen wir jetzt Eriksen weiter testen. Der hat sich auch sexy angefühlt, aber bisher war er eher nicht so konstant, was. Ah, Moment mal. Wir müssten ja mal gucken, wer hier die Standards macht. Eriksen, Eriksen, Eriksen. So habe ich mir das vorgestellt. Und Elfmeter macht Benteke. Ach so, Moment mal. Jetzt ist auf Garantie wieder. Ja, Kapitän, sonst jemand. Bevor ich es vergesse, schaue ich direkt nochmal bei der Bundesliga, aber ich glaube, da wird sich nichts ändern durch Pulisic. So.
Runde FC Mané. Schauen wir mal, was Eriksen so drauf hat. Apulinic, muss ich sagen, Ersteindruck war wirklich geil, weil halt wirklich dieser kleine, wendige, verrückte Dribbler ist. Ich sage mal so, wenn man damit was anfangen kann mit dribbelstarken Spielern, wäre er wahrscheinlich traumhaft. Aber ich weiß nicht, ob er zu mir passt. Aber das zeigt er mir dann einfach, indem er, oh nein. Soll ich mal eine kleine Prophezeiung abgeben? Er hat in der Innenverteidigung hat er einen Spieler, Mascherano ist es, glaube ich, der hat keine Verbindung. Wetten, dass das Spiel relativ schnell abbricht, ich bekomme danach einen totalen Übergegner, was das Team angeht. Mein letzter Gegner hat ja relativ viele Fehler gemacht am Anfang, also richtig, richtig krass viele Fehler. Der kann natürlich auch jetzt einfach deutlich besser spielen, also das ist jetzt eigentlich nicht so schwer, weil der Gegner, wie gesagt, gerade am Anfang, am Ende war er besser, aber gerade am Anfang war halt wirklich nicht so gut. Hat er so viele Fehler im Aufbau gemacht. Das war Wahnsinn. So lange nicht mehr so viele Fehler gesehen. Sehr schöner Pass von Aspili. Schade. Und da hat er überhastet gepasst. Schöner Schuss von Eriksen, aber leider nicht platziert genug. Oder halt auch eine gute Parade von Butlin. So, schauen wir mal, ob Eriksen die jetzt hier mal ein bisschen konstant auf Benteke bringt, Auf den wollte ich dann auch nicht mehr spielen. Jetzt wollte ich schön reinflanken. Okay. Das war dann mal richtig sauber durchgespielt, oder? Das war dann mal richtig sauber durchgespielt. Vor allem, ich wollte erst schießen mit Mané, dann hatte ich nochmal das Auge gedacht, oh nee, Eriksen steht ja viel, viel besser. Ist es überhaupt Mané? Ich glaube, es ist Mané. Ja, Benteke hat das Tor, glaube ich, eingeleitet. Und Mané macht die Vorlage. Und dann dachte ich mir dann, oh, die kannst du nochmal auf Eriksen spielen. Und da haben wir das erste Tor für Eriksen, sehr schön. Oh, jetzt habe ich ja Flügelwechsel eingegeben, meine Herren. Boah, zum Glück bleibt Schmeichel hart. Ich dachte jetzt schon, mein Verteidiger macht irgendwie Scheiße. Nimmt ihn noch an mit der Brust und schießt ihn dann Volley rein, krass. Eriksen Doppelpack. Oh, das ist natürlich jetzt direkt so durchtreten auf der Champions. Weekend League, das hätte ich nicht gedacht. Sehr geil. Ich wollte natürlich auch wieder direkt schießen und Kopfball machen und alles, ne? Aber auch wieder eine Flanke, die in die Mitte reinklappt. Sehr gut. Doppelpack innerhalb von nicht mal 5 Spielminuten. Sehr nice. Also wenn er so weiterspielt, dann werde ich ihn natürlich behalten. Und nicht wieder auf die Bräune umschwenken. Aber erstmal gucken. Ich hoffe halt, wie gesagt, meiner Meinung nach macht er halt nicht solche guten Flanken, solche guten Ecken, weil er hat auch nicht dieses Attribut Flankenspezialist. Das scheint extrem viel auszumachen. Weil De Bruyne hat ihn einfach so konstant auf den gleichen Punkt gebracht. Das war ja fast schon wie früher, FIFA 12, FIFA 13. Schöner Pass auf Arnautovic. Schade. Boah, das war knapp. Mir gemacht von, ich glaube, Reed war's. Walcott ist schnell, aber oh, hat eigentlich sonst nichts, wollte ich gerade sagen, aber irgendwie schafft das dann trotzdem mit einer schlechten Ballkontrolle und ohne Körper den Ball zu bekommen. Danke fürs Durchlaufen lassen.
Haben wir uns leider abdrängen lassen. Aber ich glaube, da hat man noch nicht die volle Ballkontrolle. Na, da habe ich ein bisschen zu viel rumgespielt mit Mané. Auf jeden Fall gar nicht zurecht bisher, das ist gut. Vielleicht haben wir noch ein drittes, dann bricht er auf Gandhi ab. Also zumindest wenn wir es noch eins in der ersten Hälfte schaffen. Ich habe halt gedacht, er nimmt den Ball einen Tick eher an. Dann hätte ich halt noch schön passen können. Wenn ich wusste, dass er den erst so spät annimmt, hätte ich nicht gepasst. So, jetzt mal bitte auf Benteke das Ding hier. Ja, eigentlich perfekt auf Benteke, aber Benteke stellt sich hinter den Torhüter. Ich weiß nicht, was da los war. Haben wir Glück, dass der wieder bei uns landet. War ein krasser Risikopass, eigentlich gar nicht notwendig. Geiler Pass. Schön, dass er direkt geschossen hat, aber es hat nicht gereicht. Achso, Bailly war noch dran. Alles klar. So, jetzt steht Benteke eigentlich gut. Bitte jetzt wieder die, genau auf den Punkt dahin flanken, Eriksen. Das war nicht ganz der Punkt. Oh, der Schuss war geil, nur halt nicht genau genug. Aber der Bogen, wie er dann runtergegangen ist am Ende, war halt perfekt. Ne? Er hätte halt nur weiter aufs Tor gemusst. Aus der Drehung, so ein crazy Pass auf Benteke, krass. Warum ist hier unten keiner mehr? Geiler Schuss von Arnie, aber hat nicht gepasst. Schade, wieder gute Parade von Butland. So Benteke, mach mal wieder ein Kopfballtor, komm. Ja, habe ich fast gedacht, da geht rein. Vor allem der Benteke, den wir jetzt haben, der hat noch keins gemacht. Aber wie gesagt, das kann halt auch einfach an diesen nicht so guten Ecken liegen. An den nicht so guten Ecken von unserem Eriksen oder generell von unserem Flankengeber liegen. Das war halt sonst immer De Bruyne. Und der hat halt echt krass geile Ecken gebracht. Also die besten Ecken, die ich bisher im Spiel gesehen habe, da kommt auch Eriksen nicht ran. Und ich würde halt behaupten, es kann nur an dem Attribut Flankenspezialist sein, weil Benteke an sich hat halt 90 auf Flanken schlagen per se und Eriksen hat aber schon, glaube ich, 92, 93, also rein vom Flankenwert ist halt Eriksen besser ungeboostet, aber er hat halt nicht dieses Attribut, diese Fähigkeit, diese Eigenschaft. Ich wusste, dass er dahin spielt. War nicht so gut von ihm. War zu offensichtlich. So da aggressiv, wie es aussieht. Sehr geil weitergeleitet. Ich wollte einfach eine Schussdeutung machen. Keine Ahnung, was er da von crazy stuff gemacht hat mit dem Ball. Das ist geil gewesen, das Ding. Das war richtig geil, weil ich habe mir nochmal auf links gelegt, genauso wie ich wollte. So ein bisschen am Spieler vorbei. Und dann knallt er ihn ins lange Eck mit dem linken. Richtig geil. Oh, das Geile ist halt wirklich nicht der Schlenker vorher, weil ich den machen wollte. Und das hat den. Es war auch keine einfache Position für ein Tor. Also schwieriges Tor meiner Meinung nach. Und geil, dass er den da macht. Hat man halt gesehen, dass Benteke eine sehr gute Schusskraft hat. Weil der Ball war nicht sehr straff aufgezogen, aber hat er halt trotzdem Bums gehabt. Ja, das ist eigentlich ein Foul, so wie mich da gedrängelt hat. War eigentlich schon wieder ein Ballverlust.
Okay, da haben wir auch Glück, aber wie gesagt, hatte der Gegner vorher auch im Spielaufbau. Dachte ich mir schon, dass er sowas macht. Schade. Aber schön, dass er direkt geschossen hat, Benteke. Gefällt mir. So, jetzt vielleicht noch ein mit dem Kopf, Benteke. Komm, Doppelpack. Wieder nicht so gut geschossen, getreten, die Flanke. Es ist einfach so. Man muss es einfach so sagen, ne? Flanken. Ah, oh, Scheiße, da sollte der Ball auch nicht hingehen. Aber Eriksen arbeitet sich ihn. Sehr gut. War er weg. Ich glaube, da hätte ich gar keinen Scoop-Turn machen müssen. Hätte ich auch einfach. Wäre auch einfach so durch gewesen. Na, jetzt stehen wir ja dreimal Millimeter am Ball entfernt und kriegen ihn nicht schon wieder. Schon wieder. Endlich. Also, das war ein normaler Pass. Was macht denn der da draus? Boah, was ist denn jetzt mit der Ballkontrolle los gewesen? Aber er hat nicht abgebrochen, der Gegner. Ich weiß nicht, ob er bei einem 4-0 abbricht, aber ich glaube, wenn er jetzt nicht abbricht, dann bricht er auch bei einem 4-0 nicht ab. Wusste, dass er mich durchrennen lässt. Auch da habe ich gedacht, dass er sich eigentlich durchsetzt, aber er ist nicht mehr zum Sprung gekommen. Okay, nehmen wir die Ecke mit. So, Benteke, aber eigentlich muss ich gar nicht Benteke hier antreiben, sondern es ist eher Eriksen, der halt konstantere Flanken auf Benteke bringt. Und jetzt ist immer Benteke zu einem guten Kopfball gekommen, aber es war halt schon relativ weit außen. Also es war schwierig, da für Benteke den Ball gefährlich aufs Tor zu bringen, deswegen kann man auch da wieder recht wenig Benteke vorwerfen. Aber da fällt mir erstmal auf, wie krass und konstant die Flanken getreten werden von allen anderen Spielern und wie krass konstant De Bruyne halt wirklich war. Muss ich mir echt überlegen, ob ich De Bruyne einfach nur deswegen reinnehme, weil es sind halt super viele Situationen, die wir uns dadurch entgehen lassen. Guck mal, wie viele Ecken wir jetzt schon in dem Spiel gehabt haben. Vielleicht wäre mit De Bruyne jetzt schon ein Kopfball Tor. Ich dachte, der Benteke läuft durch. Vielleicht wäre mit De Bruyne jetzt schon ein Kopfball Tor mit drinne gewesen. Ich weiß es nicht. Also muss man sich echt überlegen und ich glaube halt, also gut, wenn Eriksen natürlich jetzt komplett übertreibt in seinen Vorlagen und in seinen, oh, das war jetzt nicht so gut von Eriksen, wenn jetzt Eriksen komplett übertreibt in seinen Vorlagen und Toren, dann ist es natürlich egal, dann brauche ich ja die Tore nicht oder dann gleicht das ja aus, aber wenn ich jetzt halt sehe, okay, der macht dann nicht mehr, weil der Bräune bekommt ja logischerweise die Situation aus dem Spiel heraus auch, so ist es ja nun nicht, dass der keine Situation bekommt. Und deswegen ist eigentlich, oh, es ist auch wieder schlecht von mir. Deswegen ist halt schon die Frage. Ob man dann nicht vielleicht doch wieder auf die Bräune gehen sollte. Denn Eriksen ist auch relativ teuer. Er hatte keine Ausdauer mehr, das ist deutlich geiler geworden. So, Eriksen ist glaube ich auch mega gut, was das angeht. Ja, Freistoßpräzision 6-9. Ich weiß aber nicht, wie es geht, verdammt nochmal. Es klappt immer nicht. Ist bestimmt wieder zu viel abgezogen. Oder? Hätte genau gepasst, aber war zu sehr in die Mitte gezogen. War halt zu sehr in die Mitte gezogen. Muss halt mehr ins Eck. Aber das ist das halt. Ich kann überhaupt nicht einschätzen in dem FIFA, wie weit er nach links oder rechts zieht. Es war halt jetzt wieder viel weiter nach links gezogen, als ich gedacht hätte. Das ist halt das Ding. Okay, das war ein interessanter Schuss. Aber Eriksen ist halt auch ein sehr, sehr guter Freistoßschütze. Das muss man mal merken. Vielleicht werde ich dann häufiger mal einen probieren. Meine, der Freistoß an sich war ja auch nicht schlecht. Der war halt nur nicht platziert genug. Also war halt nicht genug in die Ecke gezogen. Okay, das hätte man auch als Foul sehen können. War, glaube ich, auch innerhalb des Strafraums. Das war, glaube ich, auf der Linie und Linie zählt schon durch Strafraum. Aber ich bin zufrieden mit meinem ersten Spiel, mit dem ich natürlich sowieso.
Beim ersten vielleicht nicht ganz so sehr wie mit dem, weil er wäre definitiv mehr drin gewesen beim ersten. Geil, wie mein Spieler weggeht. Ich wollte schon sagen, es muss doch nicht nur wirklich der Ehrentreffer fallen. Okay, ich glaube, jetzt werde ich erstmal Fußball im echten Leben anschauen. Und wenn ich danach noch Lust habe, heute ist natürlich Freitag, wenn ich danach noch Lust habe, dann danach noch ein, zwei Spiele oder Aufnahmen machen. Tore, 2 von Eriksen, einmal Benteke. Vorlagen, oh, Eriksen 1 und 2-mal Mané. Das heißt, Mané ist Man of the Match, obwohl Eriksen 3 Scorerpunkte macht. Das ist auch interessant. Achso, die haben beide gleiche Bewertung, aber trotzdem. Komisch. Schüsse aufs Tor. Und dann hat Eriksen auch noch die meisten Schüsse aufs Tor und ist trotzdem nicht besser als Mané. Mané hat halt 21 von 21 Pässen, aber... Gleich viele abgenommene Dribblings. Okay, keine einzige erfolgreiche Flanke. Gewonnene Zweikämpfe gleich. Also ich weiß nicht, wenn ich mir das angucke, 2 Tore sollten ja eigentlich auch wichtiger sein als Vorlagen. 2 Tore und eine Vorlage und Mané nur 2 Vorlagen und dann bei den Schüssen noch besser. Eriksen nämlich 4 von 4, Mané gar keine. Nur bei den Pässen schlechter, dann ist schon fraglich, wie das hier bewertet wird. Aber ich bin froh und krass, dass Eriksen direkt 3 Scorerpunkte in einem Spiel erzeugt. An allen 3 Toren beteiligt. Das ist halt, ja, er ist an allen 3 Toren beteiligt und bekommt nicht die Man of the Match Bewertung, also eine bessere als 9,5, das ist sehr merkwürdig. Naja, bei Erik müssen wir ein Spiel komplett wegrechnen, weil das allererste Spiel wurde direkt abgebrochen, das weiß ich noch. Dann das nächste Spiel wurde, glaube ich, in der 70. Minute abgebrochen, also eins müssen wir komplett rausrechnen und dann, ja. 4 Spiele haben wir insgesamt gemacht, 2 Vorlagen, 2 Tore. Extrem gute Quote, zumal wir halt ein Spiel ganz abziehen müssen und vielleicht noch ein halbes oder so. Das heißt, 3 Spiele hat er maximal bisher gemacht und ja, 4 Scorerpunkte ist natürlich hervorragend. In diesem Sinne, liken, kommentieren. Was hat denn der Benteke bisher gemacht? Müssen wir natürlich auch ein Spiel ab... Ach nee, Quatsch, das ist ja unser alter Benteke, klar. Da müssen wir natürlich auch mehrere Spiele abziehen. Nee, dann ist das hier erstmal egal. Liken, kommentieren, abonnieren. Hatte ich mir das aufgeschrieben eigentlich? Nee, oder? Ich glaube, Benteke hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Das war ja auch nicht so wichtig. Ich weiß ja, dass er funktioniert mit De Bruyne. Hat ja auch gerade wieder ein geiles Tor gemacht. Oh, verdammt. Also seine Chancen nutzt er eigentlich. Ich glaube, Benteke hat man nicht. Wir hatten Müller aufgeschrieben. Ja. Weil ich wissen wollte, wie Müller mit seinem neuen Champions League Style performt. Aber da testen wir jetzt erstmal Pulisic. In dem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pack, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Aber fällt mir gerade ein, wir haben ihm Hunter gegeben. Vielleicht sollte ich dann einfach... Eriksen einen Chemistry-Style geben, der den Flankenwert boostet, am besten um 10. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber ich glaube, das reicht dann trotzdem nicht. Also wird dann trotzdem nicht an De Bruyne's Konstanz rankommen. Naja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.